Papalala Festival am vergangenen Freitag und Samstag in Stauffenberg Traiss. In der Sport- und Kulturhalle trafen sich überregionale und heimische Gruppen zum Benefiz-Mitmach-Festival, das von Dirk Wallenfels und Max Peusch organisiert wurde. Headliner am Freitag waren Wingenfelder Wingenfelder. Die Brüder Kai und Thorsten Wingenfelder, Ex-Sänger und Ex-Gitarrist von Fury in the Slaughterhouse, haben sich als musikalisches Brüderpaar neu formatiert. Wingenfelder Wingenfelder setzen jetzt auf deutschsprachige Texte, die am Freitagabend beim Festivalpublikum gleich zündeten. Aber auch Fury in the Slaughterhouse-Klassiker wie Time to Wander durften nicht fehlen. Und bei Radio Orchid bekamen Wingenfelder Wingenfelder auf der Bühne Unterstützung von Revolverheld-Frontmann Johannes Strate, der das Publikum zuvor als Solokünstler bestens unterhalten hatte. Nach dem Auftritt feierten die Besucher auf der Aftershow-Party weiter.